Nun gut, nun gut. Dann lassen wir uns mal. Stürzen wir mal in den Tod. Nein, ich sagte, lassen wir uns fördern von den Förderbringern. Ich wollte nicht in den Tod stürzen, ehrlich nicht. Vielleicht zum Teil ein bisschen, aber. Ah, ich kann ihn wieder aufladen. Ja, das ist, wenn man beim Springen nicht so gut zielen kann, dann stürzt man in seinen Tod. Das passiert mir auch andauernd, das ist echt voll nervig. So, pass auf. Nicht in den Tod stürzen. Und da geht's nach da. Und da geht's nach da. Und das sieht wirklich aus wie ein Ofen. Ich habe Angst hier durch. Oh, siehst du? Da habe ich ja mir auch weh getan. Das nur alles hin. Es ist zum Verzweifeln. Wie soll das nur alles an? Da kommt doch gleich irgendwie die furchtbare Quetsche oder so, wo wir in kleine Stücke geraspelt werden. Ich ahne es. Siehst du? Siehst du? Nee, Moment, das sieht ja eigentlich ganz. Ey, Moment mal. War das der Ausgangspunkt? Bin ich im Kreis gefahren? Wie, wo, was, wann? Weshalb, warum? Wenn ich frage, bei meiner Eule? Wo bin ich denn hier? Was ist das? Was kann ich hier machen? Da unten ist. Da leuchtet was. Oh, da muss ich eventuell lang. Aber da möchte ich gerne das Ding ausschalten. Da muss ich kurz Abstand halten. So, und jetzt kann ich da rein. Da bin ich in die falsche Richtung gereist. Und einmal im Kreis. Oh, 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 oh. Guck mal, da vorne ist nämlich die Quetschwalze, die macht mich jetzt platt. Irgendwas sagt mir, dass ich hier vielleicht. Vielleicht einmal hier da so um die. Jetzt bleibt doch mal da stehen. So. So, hier wird gespeichert. Nicht in die Quetschwalze geraten, nicht in die Quetschwalze geraten, nicht in die Quetschwalze geraten. Ha! Moment, war da gerade ein Schild, das irgendwas von radioaktiv faselte? Jetzt habe ich Angst. Ich muss dringend hier aus der Abfallaufbearbeitungsanlage raus. Hier. Oha. Oha, 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 oha. Oha. Ich muss hier dringend raus. So ungefähr. Nix wie weg. So, ich hoffe, das war's jetzt. Und jetzt komme ich hier in, keine Ahnung, Ferienanlage am Questionable Ethics, genau. An irgendeinem freundlichen Strand in der Südsee. Das wäre schön, wenn ich da rauskommen würde. Oh, na toll. Von der Regelblutung in die Traufe oder so. Lasst mich in Ruhe! So, du auch? Boah, nervige Mücken wie noch einer. Nerviges Kropfzeug. Das ist ja furchtbar. Meine Güte. Haben die hier einen extra Zwinger für die komischen Viecher gebaut, oder wie? Und hier scheint alles unter Strom zu stehen. Oh, dann geht's auf. Schön, schön.
bin ja froh, dass ich aus der dieser Abfallanlage raus bin, aber warum ich hier dann gleich 100.000 Viecher auf dem Hals jetzt kriege? Jo, 11 Schuss. Die reichen bestimmt für alles, was mir hier entgegengeworfen wird. Ha, hier sind ein paar Computer und so. Wer bist du denn? Warte mal, kann ich hier das rein? Oh shit! Das war so nicht geplant! Was? Ich muss natürlich musste ich den Knopf drücken. Da führte kein Weg dran vorbei. Das war aber nicht so ganz klug, muss ich sagen. Das sehe ich auch ein, dass das nicht die cleverste Entscheidung war. Oh, hallo ihr Viecher. Seid ihr da in einem Käfig unter einem Greifhaken? Gerade eben war es nicht so gut, dass ich auf den Knopf gedrückt habe, aber... Oh, was ist nun los? Oh, wird da jetzt einer rausgegriffen? Nee, ich glaube, die kriegen eine gewischt. Matsch. Ach, das war eine Art Waffe, die sie da ausprobiert haben an den kleinen Krabbeltierchen. Bin ich in Ordnung. Ah, Soldaten. Hallo, sind da noch mehr? Ich hatte gerade die Waffe. Hey, it's no good up there. It's all sealed off. Ich hätte dich fast erschossen. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out. Okay, wir müssen die Tür aufkriegen und dafür brauchen wir jemanden mit Zugang, und zwar einen Wissenschaftler. Und du meinst, da sind welche unterwegs. Dann schauen wir mal, ob wir ein paar Wissenschaftler finden, die uns helfen können. Komm einfach mal mit. Sicher sehr ungefährlich hier. Oh, guck mal da vorne. Die wollten wohl weglaufen. Ja, ich bin wohl ein besserer Schütze als ihr, was? Jetzt hole ich mir eure Munition. Puh. Endlich wieder Munition für alles Mögliche. Das finde ich sehr, sehr gut. Das kassieren wir mal alles ein. Ja, Schrotflinte auch. Wunderbar. Warum wechselt er immer zu der vorherigen, sollst du wechseln? Junge, Junge, so. Ah, na, Kollege Waldbrand, was sagst du dazu? So, ja, da kämen wir raus. Da brauchen wir aber einen Wissenschaftler für, der das für uns macht, ja. Da ist verschlossen, okay. Also doch oben lang. Wo ist hier? Verschlossen. Also für hier lang. Oha, guck mal. Böse Viecher. Ja, drück auf den Knopf. Super Idee. Hast du ganz hervorragend hast du das gemacht. Das war sehr clever von dir. Dann kümmere dich auch darum. Los. Da liegt eine Armbrust. Ich warte mal, bis der da... Ey. Bis der da fertig ist. Und dann... Guck mal, ich habe eine Armbrust. Der wechselt immer zu der falschen... Eine neue einsammelt. Ne, so ist schon richtig. Oh, Käfer. Guck mal, ich habe Käfer gefunden. Da ist wieder so ein Todesstrahler. Wäre jetzt gemein, da drauf zu drücken, ne? Geht der Typ drauf. Du folgst mir noch? Unbedingt. Überraschung. Überraschung. Ah, guck mal, hier komme ich hier raus. Das wäre eine Abkürzung gewesen, aber da war gerade eben noch verschlossen. Aha, aha.
Warte, altbewährtes Mittel. Oh. Oh. Da wird ja auch der Medic nichts bringen. Okay, jetzt habe ich hier zwei Gänge geöffnet. Da geht es auch noch weiter. Ah ja, ein paar Minen. Und hier, wo geht's hier hin? Explosionskisten, schön. Ich da doch erstmal den anderen Weg gehen. Ich weiß aber nicht, welcher der richtige Weg ist, wenn sich das aufteilt. Geh dann doch erstmal hier lang. Ich weiß nicht warum. Ach so, hier komme ich noch hier oben und kann das alles bequem überblicken. Hm. Na, das ist ja sinnlos. Dann muss ich doch hier lang. Vorsicht, Explosionskisten. Wir wollen nicht in die Luft gejagt werden. Oh. Was ist das denn, bitteschön? Sind das... Was ist das? Guck mal, da sind so Ninja-Sterne dran und das bewegt sich hier in Kreisen durch den Raum. Das ist doch eine Todesfalle. Wo ist denn da der Arbeitsschutz? Was sagt die Gewerkschaft dazu? Das ist doch nicht in Ordnung, sowas. Da war eine Falle angebaut. Na, das soll man erstmal ahnen. Guck mal, hier ist so ein Hinterraum. Der ist hinter dem sich drehenden Kram. Die Tür vorne war ja dicht, also muss ich da, wenn dann, schon von hinten durch. Das ist ja... Oh, hallo Viecher. Ah, da geht's hier raus. Gibt für alles eine Abkürzung. Dann geht es als nächstes wohl doch hier hoch. Dass die auch überall diese kleinen Viecher geparkt haben, finde ich... Oh, hey, guck mal, die spielen. Die spielen Fangen. Spielt schön, ihr Süßen. Ich lasse sie das erstmal untereinander austragen. Kann ich Munition sparen. Bumm. So, da haben die einiges geklärt. Da hinten sah ich gerade noch einen Langrennen. Der ist dann ja offenbar noch vorhanden. Erstmal. Okay. Wenn man einen Knopf findet, immer erstmal drücken. Ach, guck mal, da geht ein Laser an. Und der spiegelt hier durch so ein Prisma oder so. Cool, cool. Gefällt mir soweit. Was ist denn da los? Hat er durch die Wand geschossen? Ich glaube, das meint er mit Overcharge. Wow, das hat hier... Hier waren gerade noch zwei Leute, habe ich jedenfalls gehört. Und die haben mit diesem Gerät sich zu Knochen verwandelt. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Noch einen Laser anmachen. Und das führt dann hier durch so Dinger hier zum Hauptgang, so wie das aussieht. Und dann hier rechts rein. Do not obstruct laser shield. Da passiert nichts. Aber guck mal, hier ist ein Einlass und hier ist noch ein Einlass. Da fehlt offenbar noch was. Was? Oh, schön. Oh, da ist die Munition alle. Ja. Hey, Typ. Ich weiß, dass du da bist. Wo ist der? Hä? Wo ist der hin? Der war doch gerade noch hier. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Echt jetzt mal? Ist der doch verschwunden? Habe ich den aber doch umgebracht? Aber deine Leiche liegt da nicht. Das ist ja merkwürdig. Ach, hier schon wieder.
Hey, ihr macht das ganze teure Equipment kaputt. Vorsichtig damit. Mann. Okay, jetzt haben wir 4 dieser kleinen Laser angemacht. Und die führen alle hier hin. Oh, dann geht da der Schild runter. Ah, und dann wird hier der Power Laser ausprobiert, ja? Für immer. Bist du mir sicher? Ah, hier auf. Do not obstruct Laser Shield. Also den Laserschild nicht unterbrechen. Obstruct. Beeinträchtigen, behindern, unterbrechen. Etwas in der Art. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir deine Kiste unterschieben, die das Laserschild aufhält. Oh, dann fährt er wieder hoch. Oh, jetzt schießen wir auf die Wand mit dem Laser. Oh, jetzt ist die Wand kaputt. Voll weggelasert. Na, wenn das mal nicht super Laser ist. Jetzt können wir da runter. Oh, ich sehe auch, wo das ist. Guck mal, das ist der Hinterraum, wo wir vorhin durch das Gitter geguckt haben. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle und mir die Beine breche. Dann lieber... Genau, so. Trotzdem die Beine gebrochen. Naja, Schwund ist überall. Ich habe ja noch mehr Beine. So. Oh, Wissenschaftler, hallo. Get us out of here before those military drones figure out where we're hiding. Ja, ja. We have retinal scanner access. Escort us to the lobby and we can get out of the lab. Die können mich hier rausschaffen. Peter switched it on, but I'm afraid he never made it back. Das ist die Surgical Unit, das ist also der Operationssaal. Ihr habt ein bisschen Rad ab. Das ist der absolute Wahnsinn. Was soll das Ding denn operieren? Das schneidet Leute in Stücke. So, ausgeschaltet. Wer kommt mit mir? Einer von euch muss mir die Tür aufmachen. Du, mit der Halbglatze. Komm. Geheimratsecken, Entschuldigung. Nee, andere Richtung, oder? Komm, schön mitkommen. Vorsicht vor den Viechern. Oh, haben die das kaputt gemacht? Super. Das habt ihr ja toll hingekriegt. Jetzt trifft doch mal das Viech. Sitzt direkt vor dir, steht die ganze Zeit daneben. Na, ihr Süßen. Wollt ihr aufs Maul? Ja, ihr wollt schön aufs Maul. Wo ist denn der Wissenschaftler, der Feigon? Ich soll mich hier um alles kümmern, oder was? Wo ist der hin? Hey, Typ! Hey! Kommst du mit, oder was? Ja, komm. Dranbleiben. Da vorne, da ist der Scanner, da musst du hin. Was? Wieso? Ich hab jemanden gehört. Sind hier noch mehr von denen? Wo kam der her? Ich hatte hier doch alles aufgeräumt. So, kommst du jetzt? Da ist keiner mehr. Gut. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Da musst du hin. Hier. Retina-Scanner, mach auf. Ich will endlich raus. Raus. Ich kann die frische Luft schon schmecken. It's completely under military control. You have to sneak and fight your way from one end to the other. And I don't expect you'll meet many of our peers along the way. But if you do survive and somehow make it across the base, you'll end up at the Lambda complex, where the rest of the science team has taken shelter. I wouldn't venture there myself. But I will let them know that you are coming. Okay, ich soll aufpassen, weil das Militär draußen alles übernommen hat. Und ich soll mich auf den Weg zum Lambda Komplex machen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Hauptsache erstmal raus. Oh, hey! Na toll, da hatte ich noch die Leute draußen abgeknallt. Ganz feiner Kerl. Ganz super.